Ihre ganz persönliche Zukunft steht im Mittelpunkt dieser CD aus der Reihe Erfolgreich glücklich sein. Sie möchte Sie motivieren, Ihnen Mut machen, eingefahrene Lebensbahnen zu verlassen und neue Wege zu gehen. Lassen Sie die folgenden Gedanken einfach auf sich wirken, zum Beispiel bei längeren Autofahrten, in einer ruhigen Stunde oder vor dem Schlafengehen. Versuchen Sie, dies regelmäßig zu wiederholen. Schon nach wenigen Wochen werden Sie eine spürbare Veränderung in Ihrem Bewusstsein erleben. Was heißt eigentlich Zukunft? Ist es das Künftige, das noch zu ist und geöffnet werden muss? Ist es die Zeit, die auf uns zukommt, eine Zeit, der wir nicht ausweichen können? Ist Zukunft Leben? Ist Zukunft eine Zeit, die wir so annehmen müssen, wie sie kommt, oder können wir sie beeinflussen? Es gibt ein Wort, das heißt Zukunftsforschung. Wir nennen es auch Futurologie. Futurologie ist der Überbegriff für die nationalen und übernationalen Bemühungen, Entwicklungen auf den verschiedensten Gebieten wie Naturereignisse, Politik, Industrie und Wirtschaft vorauszusagen. Eine der wichtigsten Methoden ist dabei die Extrapolation. Das heißt, gesammelte Werte aus der Vergangenheit und der Gegenwart werden erfasst, in Grafiken übertragen und in die Zukunft verlängert. Dadurch entstehen Aussagen wie zum Beispiel, es kann so weitergehen, es kann aufwärts gehen, es kann aber auch abwärts gehen. Diese so ermittelten Aussagen führen, in die Zukunft gesehen, zu bestimmten Überlegungen und Handlungen. So waren zum Beispiel Untersuchungen zu unserem Umweltverhalten ausschlaggebend für ein verändertes Verhalten gegenüber unserer Umwelt. Auch für Sie gibt es bestimmte Kriterien, die Ihr Leben bestimmen. Wie sieht denn Ihre Statistik aus? Wenn Sie extrapolieren, wie sieht Ihre verlängerte Linie aus? Wollen Sie diese verlängerte Linie in die Zukunft gesehen so weiterleben? Oder wollen und müssen Sie etwas verändern? Wenn Sie Ihre Zukunft erfolgreich gestalten und erleben wollen, ist es notwendig, zunächst den Ist-Stand zu ermitteln. Mit Ist-Stand ist hier gemeint, wie Sie heute leben. Was ist in Ordnung in diesem Ihrem Heute? Haben Sie ein gemütliches Heim und ein harmonisches Umfeld? Erfahren Sie in Ihrem Beruf viele kleine und große Erfolge, die Sie motivieren und glücklich machen? Sind Sie gesund und fühlen Sie sich vital? Haben Sie Freunde und denken Sie gerne an diese Menschen? Stellen Sie sich diese Fragen und noch andere. Ermitteln Sie, was in Ihrem Leben in Ordnung ist. Und schreiben Sie auf, was gut in Ihrem Alltag ist. Handeln Sie, schreiben Sie es auf. Wenn Sie das gemacht haben, stellen Sie sich folgende Fragen. Es sind die kritischeren Fragen,
aber sie sind genauso wichtig, nämlich: Was gefällt Ihnen nicht in Ihrem Leben? Was hindert Sie, Ihre Fähigkeiten stärker als bisher zu leben? Welche Menschen engen Ihren Lebensbereich ein? Welche Einflüsse machen Sie eventuell ängstlich oder gehemmt? Was möchten oder müssen Sie sogar ändern? Was empfinden Sie, wenn Sie diese Fragen auf sich wirken lassen? Stellen Sie sich immer wieder die Frage: Warum ist meine Situation so und wie ist es dazu gekommen? Wie stark sind Sie an der jetzigen Situation selbst beteiligt? Sind Sie ein Mensch, der sich mehr selbst bestimmt, oder wird Ihr Leben von anderen bestimmt? Schauen Sie genau hin und betrachten Sie sich und Ihr Leben mit Sorgfalt. Stellen Sie in Ihrer Analyse gegenüber, was in Ihrem Leben gut ist und verdient, erhalten zu werden, und was Sie verändern wollen. Gehen Sie dabei schrittweise vor. So können Sie zunächst sich selbst betrachten, Ihr Outfit, Ihren Körper, Ihr allgemeines Verhalten im Beruf und auch im privaten Bereich. Stellen Sie sich folgende Fragen: Wie trete ich auf? Welches Erscheinungsbild habe ich? Falle ich negativ auf, weil ich schlecht gekleidet bin? Oder falle ich auch gar nicht auf, weil ich wie eine graue Maus auftrete? Kennen Sie Ihr Image? Wissen Sie, wie Sie von anderen gesehen werden? Jetzt betrachten Sie Ihre Hände. Was sehen Sie? Können Sie stolz auf diese Hände sein? Können Sie mit Ihren Händen Zärtlichkeiten schenken? Können Sie zupacken? Sind Sie ein Mensch, der in seinem Umfeld etwas bewirkt? Haben Sie Teil an Veränderungen? Werden Sie ab und zu um Rat gebeten? Werden Sie vermisst, wenn Sie plötzlich nicht da sind? Sollten Sie den Großteil dieser Fragen mit Ja beantworten können, dann seien Sie glücklich und dankbar dafür. Machen Sie sich aber gleichzeitig bewusst, dass alleine die Tatsache, dass Sie diese CD hören, ein Beweis dafür ist, dass Sie zu jenen Menschen gehören, die etwas suchen und verändern wollen. Wenn Sie vor einem Spiegel stehen, haben Sie den Mut, in Ihr Gesicht zu schauen? Können Sie Ihr Gesicht ruhig und gelassen betrachten? Gefällt es Ihnen?
Sagen Sie innerlich Ja zu diesem Gesicht? In Ihrem Gesicht spiegelt sich das bis jetzt gelebte Leben. Wenn Sie zu Ihrem Gesicht Ja sagen können, dann können Sie auch zu dem bisher gelebten Leben Ja sagen. Dann können Sie auch zu sich selbst Ja sagen. Das ist wichtig. Sagen Sie Ja zu sich selbst und Ihrer momentanen Situation. Es spielt keine Rolle mehr, wie Sie in der Vergangenheit gelebt haben. In der zurückliegenden Zeit haben Sie das Leben gelebt, das Sie leben konnten. Und deshalb war auch dieses Leben für Sie in Ordnung. Aber ab jetzt können Sie, wenn Sie wirklich wollen, ein anderer Mensch werden. Wer sich mit Themen wie diesen beschäftigt, hat Fragen, auf die gezielte Antworten gesucht werden. Alle Menschen, die suchen, sind bereits in einem Prozess des Sich-Änderns. Ihr Weg in die Zukunft ist offen. Sie können vieles verändern. Sie können neue Wege gehen und sich neue Ziele setzen. Schauen Sie nach vorne. Haben Sie Mut. Bei all diesen Überlegungen spielt die Zeit eine wesentliche Rolle. Zeit ist ein Faktor, der da ist und unaufhaltsam und ohne Rücksicht auf den einzelnen Menschen seinen Weg geht. Zeit ist nicht ein Teil unseres Lebens, sondern Zeit ist das Leben. Sie ist das Kostbarste in Ihrem Leben. Die Zeit steht Ihnen nur einmal zur Verfügung. Werden Sie sich bewusst, dass Sie vieles in ähnlicher Weise wiederholen können, zum Beispiel eine Party, einen Urlaub, einen Spaziergang und vieles mehr. Die Zeit aber können Sie nicht wiederholen. Sie kommt, ist da und vergeht. Gedanken der Zustimmung. Ich blicke nach vorn. Ich freue mich auf meine Zukunft. Ich werde sie beeinflussen und gestalten. Ich werde Entscheidungen treffen und aus ihnen lernen. Ich bin stark. Die Zeit ist da, und dennoch können Sie sie nicht greifen. Sie wissen, dass die Zeit kommt und wieder geht, aber Sie spüren die Zeit als Zeit nicht. Es gibt nur eins für Sie: Sie müssen die Zeit leben. Ein Bewusstsein in sich schaffen, mit dem Sie die Zeit erleben. Entscheidend ist, dass Sie sich Ziele setzen. Das Wort Ziel ist mit einer magischen Kraft besetzt. Auch dann, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, entsteht mit der Bildung von Zielen im Menschen ein Prozess, der sich auf rationaler Ebene nicht immer erklären lässt. Nicht von ungefähr wird häufig behauptet, dass das Leben eines Menschen nur dann einen Sinn hat, wenn er Ziele bildet und diese entsprechend verfolgt. Mit der Bildung von Zielen ist es für Sie sehr wichtig, ganz klare Vorstellungen, und zwar bis ins Detail gehend, von dem Bild des zu erreichenden Ziels zu entwickeln.
Wichtig ist noch, dass Sie auch die positiven Veränderungen miterfassen, die durch das Erreichen des Zieles eintreten. Ein Beispiel. Angenommen, Sie wollen einen Garten neu anlegen. Dann werden Sie mit diesem Ziel auch Vorstellungen entwickeln, welche Pflanzen Sie in Ihrem Garten einsetzen und welchen Teil des Gartens Sie als Nutzbereich anlegen wollen. Die Gedanken des Zieles sind bis zu diesem Punkt für fast alle Menschen natürlich. Aber es sollte in der Definition des Zieles noch ein weiterer Schritt folgen. Dieser ist die Vorstellung, wie die einzelnen Pflanzen blühen, duften und mit ihrer ganzen Farbenpracht strahlen werden. Oder wie die zu erntenden Früchte in ihrem Aussehen, ihrem Aroma und ihrem Geschmack vor ihnen liegen und wie sie diese mit anderen Menschen essen. Diese bis ins letzte Detail definierten Ereignisse werden in Ihnen wunderbare Kräfte entwickeln, die Ihnen helfen, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden, um letztendlich das Ziel zu erreichen. Die Fähigkeit des Menschen, Ereignisse im Voraus so zu erdenken, ist die Fähigkeit der imaginären Vorstellung. Jedes Ziel, sei es im privaten Bereich oder in der Berufswelt, bedarf neben einer ganz klaren Definition noch einer konkreten Planung. Dadurch werden bereits im Vorfeld eventuell auftretende Schwierigkeiten erfasst und Wege aufgezeigt, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Erst dann, wenn Sie Ihre Ziele mit der entsprechenden Sorgfalt sichtbar gemacht haben, wird das Gesetz der imaginären Kraft erfüllt. Imagination ist die Fähigkeit des Menschen, sich Ziele so vorzustellen, als seien sie bereits erreicht. Wenn Sie das Vorgehen sehr erfolgreicher Menschen genauer analysieren, dann werden Sie feststellen, dass der Erfolg dieser Persönlichkeiten imaginär beeinflusst ist. Mit klar definierten Zielen laufen unbewusst viele psychologische Prozesse in uns ab, die uns helfen, intuitiv richtige Entscheidungen zu treffen. Ein großer Teil sehr erfolgreicher Menschen entscheidet intuitiv richtig. Die wichtigsten Kriterien der Zielbildung sind: Sie müssen schriftlich fixiert sein, Sie müssen eindeutig und realistisch formuliert sein, Sie müssen konkret sein, Sie müssen einen Endtermin besitzen, zu dem Sie erreicht werden sollen, Sie müssen messbar und somit überprüfbar sein. Ziele zu bilden ist nicht nur eine starke Motivation,
sondern bietet darüber hinaus ein fest umrissenes Gerüst, das uns wie ein Garant auf dem Weg zum Erfolg begleitet. Ziele sind wie Flügel. Sie geben uns den Schub und die Kraft, alle Hindernisse zu überwinden. Gedanken der Zustimmung. Die Zukunft gehört mir. Ich habe Ziele. Ich bin bereit, neue Wege zu gehen. Ich bin offen für das Fremde. Ich lasse mich inspirieren. Ich bin willensstark und nutze meine Chancen. Hier nun ein paar weitere wichtige Kriterien im Umgang mit Zielen. Bleiben Sie Ihren Zielen treu. Den Weg zum Ziel verändern ist oft sinnvoll, aber Sie sollten nur in besonderen Fällen ein Ziel aufgeben. Jedes erreichte Ziel, und sei es noch so einfach, macht Sie stark und fähiger. Jedes nicht erreichte Ziel wird Sie demotivieren und schwächen. Setzen Sie sich realistische Ziele und seien Sie beharrlich, bis Sie diese erreicht haben. Nachstehend zwei Möglichkeiten, die helfen sollen, Ziele zu entwickeln und mit ihnen sinnvoll umzugehen. Erstens, Ziele in Zeitphasen. Das sind laufende Ziele, heute bis 3 Monate, kurzfristige Ziele, 4 Monate bis 1 Jahr, mittelfristige Ziele ab 1 Jahr bis 3 Jahre, langfristige Ziele ab 3 bis 6 Jahre. Und zweitens allgemeine Zielformen. Hier unterscheiden wir Erhaltungsziele, Verbesserungsziele und innovative Ziele. Erhaltungsziele sind alle Bedingungen, die Ihrem Leben einen Sinn geben und die es wert sind, sie zu erhalten. Diese Erhaltungsziele haben für das Glücklichsein der Menschen eine wesentlich größere Bedeutung, als dies zunächst erscheinen mag. Es sind dies Bedingungen, die oft erst dann erkannt werden, wenn sie sich verändern. Ein Beispiel. Ein Mitarbeiter Anfang 40 hat einen Arbeitsplatz, der für ihn mit all seinen positiven Bedingungen zum Selbstverständnis geworden ist. Das Gute an diesem Arbeitsplatz nimmt er nicht mehr wahr, meckert jedoch über alle Kleinigkeiten, die ihm teilweise mit Recht missfallen. Erst als dieser Mitarbeiter aufgrund einer 10%igen Personalreduzierung gekündigt werden muss, wird ihm bewusst, wie viel positive Gegebenheiten er an seinem Arbeitsplatz gehabt hat. Seien Sie aufmerksam gegenüber den vielen lebenswerten Bedingungen Ihres Alltags. Investieren Sie in diese Gegebenheiten und seien Sie dankbar. Thank you.
Nun zu den Verbesserungszielen. Stellen Sie sich die Frage, was kann ich verbessern? Bei einer genaueren Analyse können Sie sicherlich einige Punkte erkennen, die entwicklungsfähig sind. Sie können in diesem Fall eine Strategie für Ihre persönliche Zukunft einbringen. In Ihrem Fall könnte dies heißen, dass Sie 5 Punkte in Ihrem Leben verändern und qualitativ verbessern wollen. In vielen Versuchen hat sich herausgestellt, dass diese Methode zu großen Erfolgen führt. Möglicherweise werden Sie auf der Suche nach diesen 5 verbesserungsbedürftigen Punkten Details erfassen, an die Sie bisher nicht gedacht hatten. So zum Beispiel die Kommunikation zu anderen Menschen zu verbessern, mehr Lob auszusprechen, Ihr Einkommen zu prüfen und eine Verbesserung anzustreben, die Teamarbeit in Ihrem Arbeitsfeld von sich aus zu intensivieren, bewusst positiv und liebevoll über andere Menschen zu denken. Lernen Sie, in Zielen zu denken und zu handeln und eine neue Lust und Freude am Geschehen Ihres Alltags wird Ihre Lebensqualität verbessern. Nun zu den innovativen Zielen. Innovation heißt Erneuerung. Und so stellen Sie sich auch hier die Frage, was kann ich Neues in Form von Zielen in mein Leben einbringen? Angenommen, Sie fordern auch hier von sich selbst 5 Ideen. So könnten diese zum Beispiel wie folgt aussehen. Eine Fachzeitschrift abonnieren und gründlich durcharbeiten. Seinen eigenen Vorgesetzten loben. Ein besonderes Weiterbildungsseminar besuchen, ein Konzertabonnement bestellen, in den kommenden 6 Monaten eine Motivationsserie durcharbeiten, eine Farbstilberaterin aufsuchen und sich ein neues Outfit geben lassen. Ziele sind eine unsichtbare Energie, die uns Schwierigkeiten akzeptieren lässt und die Kraft schenkt, Erfolge zu verwirklichen. Das Wichtigste in Ihrem Leben sind Ziele. Wer Ziele hat, kennt auch seinen Weg. Ziele bedeuten auch eine innere Anlehnung. Sie sind ein mentales Gerüst und geben Ihnen Halt und Stärke. Ziele bewirken Klarheit in Ihren Gedanken. Ziele entfachen in Ihnen Kraft und Sie lernen, Ihre Energie zu konzentrieren. Wer diese konzentrierte Energie in sich spürt, ist auch motiviert und fühlt sich wohl. Wenn Sie Ziele haben, kehren Ruhe, Gelassenheit und Sicherheit in Ihnen ein. Ziele helfen Ihnen, Misserfolge leichter zu verkraften und Frustlöcher ohne Schaden zu überbrücken. Imaginär zu denken bedeutet, in Ihre Vorstellungskraft das Ziel so zu erleben, als sei es bereits verwirklicht. Imagination kann Zweifel und Furcht überwinden, wenn wir unsere Ziele klar und deutlich vor uns sehen. Imagination ist Kraft, ist Energie, ist Zukunft. Thank you.
Gedanken der Zustimmung. Ich weiß, wer ich bin und was ich kann. Ich habe Ziele und plane den Weg. Ich packe sie an. Ich realisiere meine Vorstellungen. Ich werde erfolgreich sein. Bitte versuchen Sie jetzt, Ihre Ziele für die Zukunft nach Lebensbereichen einzuteilen. Also Ihre persönliche Zukunft, Ihre allgemeine private und Ihre berufliche Zukunft. Zunächst Ziele für Ihre persönliche Zukunft. Zum Beispiel: Ich werde in Zukunft sorgfältiger auf mein Erscheinungsbild achten. Ich werde die Kleider und Farben tragen, die mich attraktiv machen. Ich werde ab sofort nicht mehr negativ über andere denken und reden. Ich bedanke mich jeden Tag für die Fähigkeiten, die ich habe und so weiter. Nun Ihr allgemeiner privater Bereich. Zum Beispiel: Ich will in Zukunft mit Menschen aus meiner nächsten Umgebung mehr Kommunikation betreiben. Ich will mehr mit meinem Lebenspartner unternehmen. Ich werde mehr Zeit für meine Kinder haben. Ich werde wieder mein Hobby betreiben. Schließlich Ziele für Ihre berufliche Zukunft. Zum Beispiel: Ich werde innerhalb der kommenden 4 Wochen ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten führen. Ich werde in den folgenden 12 Monaten meine Fremdsprachenkenntnisse erweitern. Ich bin entschlossen, mich beruflich zu verändern. Ich werde mein Verhältnis zu den Kollegen ab sofort verbessern. Gedanken der Zustimmung. Ich liebe meinen Beruf. Ich bin belastbar. Schwierigkeiten werden von mir gemeistert. Ich habe Ziele und weiß, was ich will. Ich schaue mit Optimismus in die Zukunft. Ich habe Perspektiven. Es gibt viele Menschen, die haben wunderbare Ideen und tolle Wünsche, aber sie haben keine Ziele und daher erfüllen sich ihre Wünsche oft nicht. Es sei denn,
ich mache ein Ziel daraus. Wenn ein Wunsch zum Ziel wird, muss auch ein Plan folgen, bis wann dieser Wunsch erfüllt sein soll. Sie erkennen dann, was fehlt und was sie abhalten kann, dieses Ziel zu erreichen. Sind Ziele zeitlich eingegrenzt, entsteht jene innere Spannung, die sie erst veranlasst, Energie zu entfalten und in das Ziel zu investieren. Ein Beispiel. Sie prägen folgenden Satz und das auch noch mit starker Betonung. Ich werde Englisch lernen und zwar so gut, dass ich mich fließend unterhalten kann. Ist das ein Ziel oder nicht? Es ist kein Ziel. Es fehlt die Zeitangabe, bis wann Sie Englisch lernen wollen. Es muss zum Beispiel noch heißen, bis in 18 Monaten. Erst dann ist das Ziel auch messbar und kontrollierbar. Angenommen, Sie wollen in 18 Monaten rund 850 Worte können. Dann heißt das, Sie müssen in einem Monat 47 Worte lernen. Damit kommt auch die Frage, können Sie in einem Monat 47 englische Worte lernen? Ist dieses Ziel realistisch? Haben Sie so viel Zeit? Sehr wichtig ist, Ihre Ziele müssen realistisch sein. Jedes nicht erreichte Ziel ist auch eine persönliche Niederlage, ist ein Misserfolg. Nicht verwirklichte Ziele rauben Ihnen Kraft und Energie. Sie schwächen sie. Misserfolge haben in unserem Leben oft einen Sinn. Sie sind aber nur dann von Nutzen für Sie, wenn Sie aus diesen Erfahrungen lernen. Erkennen Sie, dass Ihre Ziele unrealistisch sind, müssen Sie sie sofort korrigieren. Weniger ist oft mehr. Dieser Satz bedeutet, ein Ziel in kleinen Schritten, Stück für Stück realisiert, wird Sie motivieren und stärken. Auch wird Ihr Wille, Ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen über die vielen kleinen Erfolgsschritte entwickelt und gestärkt. Erkennen Sie Ihre Grenzen, aber vor allem auch Ihre Möglichkeiten. Es steht fest, dass in der heutigen Zeit viel mehr Menschen unterfordert und nicht überfordert sind. Sich weniger zuzutrauen, als sie von ihrer Veranlagung her können, ist eine ständige Unterforderung. Trauen Sie sich etwas zu. Haben Sie den Mut, neue Wege zu gehen. Freuen Sie sich, dass Sie leben. Es ist ein wunderbares Geschenk. Nutzen Sie es. Denken Sie immer daran, ein Misserfolg ist nicht mehr und nicht weniger als eine notwendige Korrektur Ihres Handelns. Eventuell müssen Sie auch noch mehr Energie investieren. Noch ein paar Gedanken, die Mut machen sollen. Wenn Sie die letzten Jahre in eingefahrenen Bahnen gelebt haben, dann ist es oft schwer, von heute auf morgen alles zu verändern. Haben Sie schon einmal einem Autofahrer zugeschaut, der sein Auto auf einer engen Straße wenden will? Er fährt vorwärts und rückwärts und vorwärts und rückwärts. Und Sie haben den Eindruck, er rangiert auf einem Fleck. Aber nach einer Zeit hat er gewendet. Er steht in der neuen, gewollten Richtung und fährt langsam an. Haben Sie Geduld mit sich. Auch das auf dem Fleck betriebene Rangieren ist schon der Weg zu Ihrem neuen Ziel.
Bitte machen Sie folgende Übung. Entspannen Sie. Seien Sie innerlich ruhig und gelassen. Jetzt stellen Sie sich bitte vor, wie Sie in einem Jahr sein wollen. Machen Sie es gründlich und erfassen Sie die drei Bereiche persönlich, privat und beruflich. Eine andere Möglichkeit ist, sich imaginär vorzustellen, wie Sie zum Beispiel als selbstsicherer, heiterer Mensch andere Menschen privat und im Beruf begrüßen und sich mit ihnen unterhalten. Sie sehen und spüren, wie Sie von den anderen akzeptiert werden, wie Sie neue Aufgaben übernehmen und erfolgreich werden. Wiederholen Sie diese imaginären Vorstellungen so oft, bis Sie ein gutes Gefühl haben. Gedanken der Zustimmung. Meine Ziele sind klar und ich werde sie erreichen. Meine imaginären Vorstellungen machen mich ausdauernd und zäh. Alle aufkommenden Schwierigkeiten werde ich mit viel Selbstbewusstsein überwinden. Ich finde immer wieder den Weg zu meinem Glück.
In dem folgenden Abschnitt haben Sie die Möglichkeit, sich ganz gezielt zu motivieren. Die beste Wirkung erreichen Sie, wenn Sie die Gedanken der Zustimmung mitsprechen. Übernehmen Sie nur die Gedanken, denen Sie innerlich voll zustimmen können. Ich blicke nach vorn. Ich freue mich auf meine Zukunft. Ich werde sie beeinflussen und gestalten. Ich werde Entscheidungen treffen und aus ihnen lernen. Ich bin stark. Die Zukunft gehört mir. Ich habe Ziele. Ich bin bereit, neue Wege zu gehen. Ich bin offen für das Fremde. Ich lasse mich inspirieren. Ich bin willensstark und nutze meine Chancen. Ich weiß, wer ich bin und was ich kann. Ich habe Ziele und plane den Weg. Ich packe sie an. Ich realisiere meine Vorstellungen. Ich werde erfolgreich sein. Ich liebe meinen Beruf. Ich bin belastbar. Schwierigkeiten werden von mir gemeistert. Ich habe Ziele und weiß, was ich will. Ich schaue mit Optimismus in die Zukunft. Ich habe Perspektiven.
Meine Ziele sind klar und ich werde sie erreichen. Meine imaginären Vorstellungen machen mich ausdauernd und zäh. Alle aufkommenden Schwierigkeiten werde ich mit viel Selbstbewusstsein überwinden. Ich finde immer wieder den Weg zu meinem Glück. Natürlich können Sie auch Ihre ganz persönliche Affirmation selbst zusammenstellen und trainieren. Dieser lateinische Begriff bedeutet Bejahung oder Zustimmung. Anregungen dazu finden Sie im Begleitheft. Hat Ihnen der Inhalt dieser CD gefallen? In dieser Reihe sind auch noch andere Themen erschienen, die Ihnen helfen möchten, Ihr Leben erfolgreicher und glücklicher zu gestalten.